Also für uns ist die Welt in Ordnung. Wir haben eine Feldtheorie, die ist erfolgreich. Es gibt zusätzliche Kräfte, die wir mittlerweile gefunden haben. Zum Beispiel gibt es Kräfte, die innerhalb der Kerne funktionieren, neben dem Elektromagnetismus und neben der Gravitation. Aber die konnten wir zurückführen auf ganz wenige Bauteile, nämlich auf Protonen, Elektronen und Neutronen. Die Welt besteht aus diesen Teilchen. Damit bauen wir alles andere zusammen. Egal wie viele Elemente das Periodensystem hat, egal was sonst noch kreucht und fleucht, im Endeffekt sind es immer diese drei Teilchen. Neutron, Proton und Elektron. Wunderbar. An dieser Stelle hätten wir vielleicht aufhören sollen, Physik zu treiben. Denn anschließend wurde es komplizierter. Wir konnten es nicht lassen und haben dann immer weiter Beschleuniger gebaut. Und da sind uns die Teilchen nur so um die Ohren geflogen. Neue Teilchen, die nicht aus Neutronen, Protonen und Elektronen bestanden. Das ist schlecht. Wir wollten also wieder vereinfachen und diese Teilchen möglichst durch kleinere Teilchen wieder zusammensetzen, damit wir wieder kleinste Bausteine kriegen. Und dann gab es diese bahnbrechende Idee, ja, lass uns diese Teilchen mal einteilen. Die haben gewisse Eigenschaften, die haben einen Spin, die haben eine Ladung, die haben Masse. Und die zerfallen in irgendeiner bestimmten Art und Weise. Und das hat man sich genau betrachtet und hat festgestellt, aha, wir können diese Teilchen wiederum zusammenbauen. Und zwar aus Quarks. Das heißt, Neutronen und Protonen sind wiederum aus jeweils drei Quarks aufgebaut, alles andere jetzt aus zwei Quarks. Und ein paar elementare Teilchen bleiben übrig. Elementar sind diejenigen, die nicht durch irgendwas anders zusammengesetzt sind. Das hat schon mal viel Übersichtlichkeit gebracht. Und dann kamen diese beiden Herren auf die Idee und haben gesagt, die mit ihrer Feldtheorie, die sind so erfolgreich, die haben immer so ein bisschen neidisch rübergeschielt. Unsere Modelle, die sind so unfassbar schwierig, wenn es darum geht, diese Teilchen zusammenzusetzen. Was wäre eigentlich, wenn wir so tun, als dürften wir die Feldtheorie auch hier anwenden? Einfach mal so. Was soll ich sagen? Das war wieder extrem erfolgreich. Man musste jetzt natürlich gewisse Begriffe neu besetzen. Also was versteht man jetzt unter Ladung zum Beispiel? Aber im Endeffekt konnte damit mit einer neuen Feldtheorie die Welt extrem erfolgreich beschrieben werden. Und das ganze System nennt man Standardmodell. Eine Beschreibung dieser Welt mit Hilfe einer Feldtheorie. Ladung neu besetzen und wir müssen uns neue Austauschteilchen überlegen. Aber da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, dann gehe ich mal lieber darüber. Wenn man nämlich ganz ehrlich ist, dann haben Young und Mills einen hohen Preis bezahlt. Das, was man so salopp Standardmodell nennt, das ist in Wirklichkeit eine ziemlich komplizierte Kiste. Wir bauen die Welt zusammen aus zwei Arten von Quarks, up und down. Das Elektron ist uns geblieben, das ist die gute Nachricht. Und es gibt noch Neutrinos, die haben wir unterwegs mal gefunden. Damit können wir eigentlich alles so zusammenbauen, was uns hier umgibt. Nur, das, was Young und Mills als Ladungen einführten, das waren jetzt plötzlich drei Ladungen. Und die mussten auch in einer gewissen Art und Weise auftreten, sodass sie sich gegenseitig genau wegheben. Deshalb nennt man sie Farbladungen. Und diese Quarks,
die mussten dann auch noch in 6 verschiedenen Arten, dazu kommen wir gleich noch, auftreten. Also da gab es dann plötzlich Geschmacksladungen und jede Menge Austauschteilchen. Damit diese Kerne zusammenblieben, brauchte man 8 verschiedene Gluonen, so Kleberteilchen. Und die Gluonen, die hatten jetzt auch noch selber Ladung und das war irgendwie alles schwierig. Aber es war extrem erfolgreich. Wir brauchen Austauschteilchen in unserer Theorie. Also das Photon war das Austauschteilchen für die elektromagnetischen Felder. Und jetzt haben wir diese Gluonen, die kleben das Zeug zusammen im Kern. Und dann musste auch wieder Zerfall möglich sein. Dafür gab es dann diese 3, das sind hier in Wirklichkeit 2 verschiedene, W plus und W minus, 3 Bosonen, die regeln einfach diesen Zerfall. Und diese Bosonen, die waren auch noch richtig schwer. Es wurde immer schlimmer. Also Z-Bosonen, die sind 91 GeV schwer. W-Bosonen 80 GeV. Boah. Die sind auch noch elektromagnetisch geladen. Es ist ein Jammer. Das ist nochmal ein Bild für diese Farbladung. Nach außen hin müssen diese Ladungen immer so gebaut sein, dass genau weiß wieder rauskommt. Also 3 verschiedene Farben heben sich zu weiß weg, so bekam diese Theorie ihren Namen Quantenchromodynamik. Ja, all diese Teilchen haben ja Eigenschaften, die kamen hinzu. Dann kamen noch mehr solcher Teilchen hinzu, 3 Generationen. Schwierig, aber erfolgreich. Also wir müssen uns jetzt mit dem Standardmodell nicht lange auseinandersetzen. Wir haben die erfolgreiche Feldtheorie, die wenden wir auch an auf andere Bereiche und das hat wieder großen Erfolg. Und wir stellen aber fest, dass wir uns ein paar Probleme einfangen. Das macht aber nichts, weil diese Theorie ist so erfolgreich, wenn Sie zum Beispiel ein magnetisches Moment berechnen, theoretisch berechnen, auf 15 Nachkommastellen. Und dann gehen Sie ins Labor hinunter und bauen ein Experiment auf und dann messen Sie dieses magnetische Moment mit denselben 15 Nachkommastellen. Das ist unfassbar gut. Also, wenn es Probleme gibt mit diesem System, in der freien Wirtschaft würde man sagen, das ist too big to fail. Also diese großen Banken, egal welche Probleme die haben, irgendwie, man will das gar nicht wahrhaben, dass es da wirklich Probleme gibt. So ähnlich ist es hier in diesem Modell gewesen. Man konnte Zerfälle rechnen, im Labor nachstellen. Alles wunderbar. Nur es gab an einer Stelle dann plötzlich ein eklatantes Problem, nämlich wenn ich in diese Gleichungen Elementarteilchen eingesetzt habe mit Masse, dann gab es ganz schwierige Ergebnisse. Zum Beispiel gab es Wahrscheinlichkeiten, die waren größer 100%. Interessant. Oder unendlich. Macht nichts. Solange wir masselose Elementarteilchen einsetzen, ist immer alles okay. Man wusste also so ein bisschen, wie man um das Problem herumkommt. Was wir brauchen ist also jetzt, irgendjemand, der uns begründet, warum wir die Elementarteilchen null setzen dürfen, wenn es um die Masse geht. Und da kamen diese jungen Burschen, 6 junge Burschen. In den 60er Jahren waren das alles junge Burschen. Und die hatten eine Idee. Und die haben gesagt, okay. Ihr
Theoretiker, ihr hättet gern, dass die Elementarteilchen alle Masse 0 haben. Gut, die haben alle Masse 0. Und ihr Experimentalphysiker, ihr hättet gerne, dass ihr Masse messen könnt. Das ist eure Realität. Ihr messt laufend eine Masse, wenn es um diese Elementarteilchen geht. Auch gut. Und der Grund dafür, warum ihr eine Masse messen könnt, liegt in einem Feld. Feldtheorie war immer schon der größte Erfolg. Wir führen ein neues Feld ein. Wir führen ein Feld ein, das dazu führt, dass diese Teilchen in irgendeiner Art und Weise sich schwer tun zu beschleunigen. Durch eine Wechselwirkung mit diesem Feld, das omnipräsent vorhanden ist. Und das ist das, was ihr Elementarteilchenphysiker messt. Das sieht so aus. Wir haben also dieses Feld, das den Raum durchdringt, dargestellt durch dieses Gitter. Und wenn jetzt irgendein Teilchen durch dieses Gitter segelt, das nicht besonders stark wechselwirkt oder vielleicht gar nicht wechselwirkt, fangen wir mal damit an, das wäre jetzt ein Photon, da passiert nichts weiter, das fliegt hier einfach durch, fertig. Das Photon hat Lichtgeschwindigkeit und Masse 0. Wenn jetzt mehr Interaktion stattfindet, dann sieht es so aus. Ein Teilchen, bei dem wir Masse messen, das ist in Wirklichkeit ein Teilchen, das nur mit diesem Higgs-Feld stärker in Kontakt tritt, interagiert. Und dadurch sieht es so aus, als hätte es da Probleme zu beschleunigen in diesem Feld. Und das ist das, was wir als Masse messen. Alles Weitere ist schon wieder ziemlich kompliziert. Denn das Standardmodell, das wurde jetzt eingeholt. Eingeholt von seiner Herkunft. Begonnen hat die ganze Geschichte mit einem Feld, mit einer Ladung und einem Austauschteilchen, das war das Photon. Und dieses Photon war masselos und hatte keine Ladung. Und was wir daraus gemacht haben in unserer Euphorie, ist eine Feldtheorie mit Teilchen, die haben sehr wohl Masse, diese Austauschteilchen in dieser Theorie. Die Ladungen sind furchtbar kompliziert. Und vor allem der Begriff der Masse dieser Austauschteilchen, der sollte zum großen Problem werden. Da gab es Probleme mit den Symmetrien. Soll ich das erzählen? Ich bräuchte fast ein drittes Podium. Es ist so eine wilde Geschichte. Ich versuche es ganz kurz. Aber, also jetzt ernsthaft, jetzt dürfen diejenigen wirklich nicht zuhören, die hier drüben sich angesprochen werden. Das ist jetzt eine ganz wilde Geschichte. Es gibt nämlich bei diesen Elementarteilchen eine Eigenschaft, in Flugrichtung können die rechtsrum sich drehen, wenn man so will, oder sie können sich linksrum drehen. Da gibt es also eine quantenmechanische Eigenschaft, Helizität oder Chiralität, die regelt das. Und dann gibt es eine Prognose, ganz wichtig, in jeder Theorie, die muss prognosefähig sein. Und die Prognose des Standardmodells heißt, wenn ein Teilchen Masse hat, dann muss sich diese Eigenschaft ändern, laufend. Und zwar umso öfters, je stärker die Masse oder je größer die Masse. Na gut, okay. Ist ja schon mal für sich kein Problem. Jetzt gibt es aber auch eine Erhaltungsgröße im Standardmodell. Und diese Erhaltungsgröße, die hat einen bestimmten Wert, wenn sich das Ding links rumdreht, und die hat einen bestimmten Wert, wenn sich das Ding rechts rumdreht, aber die Werte sind nicht identisch. Puh.
Diese massebehafteten Teilchen, die sollen also jetzt ihre Drehrichtung ändern. Sie dürfen die Drehrichtung aber nicht ändern, sonst wäre ja die Erhaltungsgröße verletzt. Das ist ein klassischer Symmetriebruch. Ein Widerspruch. Und üblicherweise beendet das eine Theorie. Wir müssen es einfacher machen. Wenn ich so in die Gesichter schaue. Okay, wir haben so einen Symmetriebruch eingefangen in unserer Feldtheorie-Euphorie. Nichtsdestotrotz ist das Ding extrem erfolgreich. Ich weise nochmal darauf hin. Wir müssen also jetzt eine Möglichkeit finden, diesen Symmetriebruch, wenn es so ein Symmetriebrüchlein wäre, oder vielleicht so eine Art Symmetriebruch auf Bewährung, möglichst ganz nah am Urknall und nur einmal. Denn das Problem ist, wenn Masse auftritt, würde jetzt die Symmetrie gebrochen. Das hätte keine Theorie überlebt. Aber wenn wir diesen Symmetriebruch jetzt nur einmal so ein ganz klein bisschen machen, dann nämlich, wenn das Higgs-Feld seinen Dienst antritt. Und diese Geschichte, die war nicht neu. Man kannte die Curie-Temperatur. Das heißt, man wusste, dass es Elektromagnetismus gibt, also Magnetismus jetzt beispielsweise. Wenn ich oberhalb einer bestimmten Temperatur war, wenn ich also so einen Magneten immer weiter erhitze, dann ist irgendwann diese Wirkung weg. Und wenn der abkühlt unter diese kritische Temperatur, dann ist wieder Magnetismus da. Ah. So ähnlich soll das funktionieren. Wir haben also oberhalb, ganz nah am Urknall, eine Temperatur, da ist die Welt symmetrisch. Und wenn wir eine bestimmte Temperatur unterstreiten, die ist so bei typischerweise 10 hoch minus 10 Sekunden nach dem Urknall, also mächtig nah dran, dann sieht man dieser Welt diese Symmetrie nicht mehr an. So würde ich es mal formulieren. Die Symmetrie ist aber noch angelegt. Wenn ich nämlich diese Temperatur wieder erreichen könnte, so ähnlich wie bei der Curie-Temperatur, dann wäre wieder die Welt symmetrisch. Und unterhalb würde wieder diese Veränderung eintreten. Das nennt man einen spontanen Symmetriebruch. Das ist ein bisschen unglücklicher Term im Deutschen. Ich finde es schöner, der englische Term Hidden Symmetry, also versteckte Symmetrie, trifft es eher. Man sieht es dem Ganzen nicht mehr so recht an. Das ist also, weil wir bei den Banken waren, wenn Banken in ihren inneren Symmetrien in ihrer Buchhaltung Probleme haben, wenn es da Symmetriebrüche gibt, was machen Sie dann? Sie haben eine gut funktionierende Bank und Sie haben aber das Problem, in der Buchhaltung steckt einiges drin, das faule Kredite und sonst was. Was machen Sie dann? Bitte? Schweigen? Hat niemand eine Idee? Es sind keine Banker hier heute. Auslagern ist schon mal ganz gut. Für Banker ist eigentlich die Higgs-Theorie einfach. Wirklich. Die kennen das Prinzip. Sie gründen eine Bad Bank. Sie haben eine gesunde, nach außen hin gesunde Bank. Da gibt es Probleme in den Symmetrien. Und dann lagern Sie das Problem aus in eine Bad Bank, sehr gut. Dann bleibt Ihnen diese gesunde Bank, diese gesunde Theorie. Und das Higgs-Feld ist die Bad Bank des Standardmodells. Dort wird das Problem jetzt abgekapselt
Und damit ist es okay. Und es passiert nur einmal und nur sehr nah dran am Urknall. Und damit ist all diese Geschichte hier befriedet.